Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt es einen sehr, sehr geilen Vlog. Wir sind nämlich beim Boxen. Verschiedene Kämpfer von der Great Fight Night. Auch mein Bruder ist mit dabei. Crispy Rock haben wir. Noah und Varion ist auch mit dabei. Wir sind bei Peter Kadiro. Mit denen hatte ich ja damals auch einmal Boxtraining. Eines der vielversprechendsten deutschen Boxtalente. Hat schon mit Anthony Joshua und so weiter trainiert. Viele Leute, die immer noch fragen, ich kann nicht mehr boxen. Mein Diskus ist kaputt. Die Speiche ist nicht mehr richtig mit dem Handgelenk verbunden. Das ist gebohrt. Das ist gebunden mit dem Dings. Atlas halt auf gar keinen Fall mehr. Genau, wir haben noch Tickets. 25.11. sind wir in Düsseldorf. 13.000 Leute oder so. Passen rein, kommt gerne rum, holt euch Tickets. Diesmal gibt es nicht 3 Kämpfe, sondern 6. Wenn alles klappt, gehen wir dazu. Und wie fit bist du? Ich habe hier schon 10 Minuten mittrainiert. Ja. Bin nicht aufgeflogen. Dann kommt Noah. Nach 15 Sekunden fragt Peter Kadiro, wie lange trainierst du schon? Und dann muss Noah nicht sagen, dass wir erst seit 2-3 Tagen trainieren. Ja, okay, krass. Aber wir ziehen jetzt durch, Noah. Wir ziehen durch. Wir ziehen jetzt durch. Er hat uns direkt auseinandergenommen. Meinte, geht eigentlich nicht, dass wir jetzt hier zusammen trainieren. Der Champion-Trainer. Alex ist mit dabei. Er hat ja Hanky und mich trainiert. Wir haben beide gewonnen. Diesmal trainiert er Niki und Flo. Mal gucken, ob die wieder beide gewinnen. Was sagst du? Bist du zufrieden mit beiden? Ja, also die sind beide unter Druck, weil ich will nicht verlieren. Geil. Ja. Ey, du hast krass abgenommen. Holy shit. Ja. Hat man dann schon was von Jonas gesehen? So ein bisschen in seiner Story. Ja? Nicht viel. Hast du direkt durchanalysiert? Ja, ja, klar. Ey, ich bin im Film. Was soll geil, ich machen? Ja, geil, geil. Bock, wieder ein Comeback zu machen? Oder? Ich hätte ultra Bock, aber ich habe mich leider im Fight voll verletzt. Ja, hab ich schon gehört. Diskus abgerissen, die Speiche war nicht mehr verbunden mit dem Handgelenk. Oh, alles okay? Ja, also Liegestütze und so kann ich nicht machen und Boxen soll ich auch nicht mehr. Okay. Und Sachen mit dem Schläger ist auch schwierig, das merkt man schon. War ungünstig. Ich war sauer, weil ich nicht K.O. bekommen habe. Er war komplett und ich habe einfach nur so doll wie ich kann das Ding abgerissen. Wurde voll operiert, 4 Stunden alles. Sehr nervig. Ja, zu ungeduldig. Also Kampf habe ich aber gut gewonnen. Ich wollte unbedingt K.O. hauen, das war ein bisschen doof. Also bei mir, ich habe auch manchmal, ich will K.O. hauen und dann klappt das manchmal nicht. Aber zum Beispiel ist auch hier meine Hand. Ja. Seit dem Kampf mega weh. So, ja. Ne? Aber es ist halt das Boxen. So, ja, ne? Es ja, kommt immer, Verletzungen sind halt immer. Was? Schon ärgerlich, wenn man sich selbst verletzt. Wenn du jetzt einen Schlag hast hier, genau. So einen krassen Cut oder so, okay, aber so. Das passiert wirklich sehr oft bei vielen Boxern, dass sie sich selbst verletzen. Ja. Wie machen sich bisher die Boxer, die hier sind? Rob, ja? Der hat auf jeden Fall schon ein Jahr trainiert, man sieht das. Ja, geil. Und bei den anderen beiden, man sieht. Die sind ja noch sehr frisch man dabei. Man sieht, die sind 2-3 Tage erst dabei. Ja. Aber im Großen und Ganzen machen sich alle eigentlich relativ gut. Sehr cool. Ja. Ich weiß nicht, von Flo, hat er schon mal was hochgeladen oder so? Viel gesehen haben wir da bisher noch nicht. Wir haben absolut unterschiedliche Trainingsdauer dabei. Crispy Rob seit über einem Jahr. Niki und Noah mit dem Überraschungskampf haben jetzt, ja weiß nicht, wie lange die Zeit? Insgesamt dann 5 Wochen oder sowas nur. Wir hatten das ganze Projekt damals gestartet, so du holst 2 Gamer aus ihrem Setup und lässt sie gegeneinander boxen im Ring. Wir waren ja so verkürzt, wir hatten direkt überall irgendwelche Sehnenentzündungen und sofort so Verletzungen nur vom Joggen oder vom Ausdauertraining. Da waren wir ja schon komplett im Arsch, das hat ja super genervt. Diesmal sind die Leute fitter. Ist auch geil, hier Flo zu sehen, der ist ja sonst nie bei Events dabei. Ist schon legendär, feier ich richtig krass. Das ist jetzt der neue Look. Nee. Das steht ja aber sehr gut, muss ich sagen. Ja, doch. Ich finde, Haare stehen dir besser. Ja, ein bisschen. Also, kurze Stoppeln hätte ich gelassen. So ja, kurze Stoppeln. Aber es ist überraschend gut. Ja. Haare stehen dir besser, aber es ist glaub, überraschend gut. Ich glaube, ich mache auch Haartransplantation, rock das noch für so 3-4 Jahre. Und dann mache ich, glaube ich. Weil die Glatze läuft nicht weg. Ja, stimmt. Weißt du? Aber die Haare. Die Glatze läuft dir wirklich nicht weg. Die läuft einem nicht weg. Weißt du, jetzt so 60 Jahre Glatze trage ich, ist vielleicht auch ein bisschen krass. Wenn man noch ein paar Jährchen hat. Ja, bei dir muss ja dann auch bald losgehen. Ich mache den gleichen Plan wie du einfach. Ich guck, wie du das dir da ausgedacht hast. Und dann mache ich dann einfach das Gleiche. Alter, Flo, ist auch krass abgenommen. Holy shit. Ja, 106 bin ich jetzt. Da war ich aber vor 3 Wochen, da war ich noch. Als wir uns live gesehen haben, hatte ich 115, die Videofolge. Ja, Niki und Noah saugut befreundet. Aber das war bei mir und Miki auch so. Wenn der Gong kommt, dann haust du einen rein. Da willst du den durchs Gesicht, durch den Kopf schlagen und den unbedingt K.O. hauen. Da ist dann der Sport im Vordergrund. Eine Minute ist immer Pause, ne? Ja. Das heißt, für 14 Minuten werden wir einfach Erzfeinde sein. Ja. Ich versuche dich umzubringen, aber danach sind wir direkt wieder Freunde. Ich schlag auch direkt wieder den Arm danach. Es muss halt sofort macht's Klick, wenn der Gong ist. Du musst aber eine Freundschaft auch aushalten können, dass man mal 14 Minuten kurz Erzfeinde. Richtig. Ja. Ich hab ja auch schon mega Dinger gezogen. 1, 2. Nochmal. 1, 2. So, wo ist er? 3, 4. Was macht das mit dir, wenn du das so siehst? Ey, ich krieg ultra Bock, ne? Ich würde am liebsten gegen jeden kämpfen. Selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, gegen Flo und Rob auf die Fresse kriegen würde, das wäre einfach auch geil. Das ist einfach krass.
wie jeder trainiert. Also Boxen ist ja so ein geiler Sport, das kombiniert ja alles, ne? Schnellkraft, Ausdauer, wie man den Gegner liest, wann geht man rein, Beinarbeit, es ist alles wird kombiniert. Und dann im Ring gegeneinander stehen, ist so geil. Ey, hätte ich nicht den Fußball, mit dem ich das so ein bisschen kompensieren kann, würde ich jeden Tag heulen. Voll die Bereicherung, das ist so ein Skill, den man sich einfach fürs Leben beigebracht hat. Ja, stimmt. Es ist einfach geil dazu, dass es dazu gekommen ist. Man ist insgesamt viel fitter durch den unfassbar vielen Sport. Keine Ahnung, du hast vormittags Boxtraining um 11. Dann ist man danach am Tag, wenn du so 2 Stunden Vollgas gegeben hast und bis zum Kotzen irgendwie noch auf dem Airbike warst. Das Airbike ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Da ist man schon ein bisschen ausgelaufen. 100 Pro. Wirklich. Aber es ist trotzdem eine ganz eigene Befriedigung. So. Es ist so eine, mental bist du so am Strahlen, dir geht's einfach gut. Ja. Das ist wie so ein konstantes High. Ja. Wirklich, ist voll verrückt. Stimmt. Ich habe es mal weniger ernst genommen, klar. Aber doch, nichtsdestotrotz war ich einfach wegen dir in einem Boxverein für ein Jahr, weißt du? Das ist so random. Noch nie für so ein Projekt so gut vorbereitet gewesen. Wird sich lohnen. Ja, safe. Gleitet man einfach, wenn man gegen dich boxen würde, würde man jetzt hier eher so an der Abgleiten. Abgleiten, weil man die so richtig poliert und so richtig ölig macht. Ja, ich sag ja. Kranke Taktik. Machen wir eine Runde. Nein, der ist geil, der ist geil. Alles gut. Ja. Okay, dann mach dich zusammen. Super. Sehr gut. Jetzt gibt's Sparring. Niki gegen Rob. Geil. Gestern habe ich einmal Sparring gemacht. Machen wir einfach eine Runde. Auf Spaß. Auf chillig. Ja. Geil. Vielleicht auch zwei. Mal gucken. Merkt ihr eins? Haust du fest? Hau ich fest. Ja, eben deswegen. Genau. Deswegen. Das ist doch easy. Kann ich dir auch richtig fest eine reinhauen und sagen, den schlag ich zurück? Nein. Aber guck dich auf. Geschallert. Komm. Deckung hoch, ja, genau. Alter, schön. Komm! Alles geklingelt! 5 Sekunden noch! Sauber! Nee, noch eine Runde auf keinen Fall. Wir haben so Gas gegeben schon im Training, da war Ausdauer weg. Die haben die Schultern kaputt gemacht, die ist eigentlich schon Ende. Mega geil. Nee, hat echt Bock gemacht. Ich bin echt noch krank. Wenn du reingehst, die Hände sind hier. Dann haut ihr die Köpfe gegeneinander. Ja. Das ist noch nicht ausgefeilt, die Taktik. Die Taktik ist noch nicht ganz ausgefeilt. Fucking präzise. Und dann auch die Konter. Ist das gemein, Alter. So oft da rein ins Zwerchfell, Alter, dass schon die Luft wegbleibt. Das war geil. Aber sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Geil. Flo gegen Victor. Victor trainiert die Leute, die eigentlich gegen Tyson Fury kämpfen, weil er 2,5 Meter ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh,
Dicke. Und das in der Körpergröße, ey, holy shit. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Der stand da hinten. So ist das manchmal. Sauber. Eine noch. Den will ich am Ring wieder haben. Ja, ich will auch. Ich bin da so vorkommen. Komm rein, komm rein. Ja. Ist ja willkommen im Ring. Allein schon gegen einen Profi nur auf Abstand zu bleiben und die Deckung oben zu halten und die Beinarbeit knockt einen schon komplett aus, wenn der Gegner so krass überlegen ist. Das ist schon krass. Nur null Angst vor den Schlägen hat und voll reingeht, das ist geil. Fängt sich noch eine. Geht voll rein. Ja, aber das ist geil zum Trainieren. Alles gut? Mach was Pause. Ja, war es gut, dass du Sparring machst. Ja, war auch wieder locker, ne? Da weißt du, ja. Was passiert. Was im richtigen Kampf passieren kann. Er ist ja auch gerne so eine Mal bekommen. Ja, der ist schon wichtig. Also, du musst Mundschutz sogar rausnehmen, so hart. Das war das erste Mal, wo ich überhaupt so ein Ding bekomme. Mein ganzes Leben. Du lockst hier die ganzen Kämpfer aus. Wie ist das dann im Ring passiert? Dann denkst du, was ist hier los? Ohne Witz, Noah, ich hatte Sorge, dass du wie bei Hardstyle ein Körperklaus bist. Aber ich glaube wirklich, dass das ein geiler Fight wird. Das war mein zweites Sparring. Ich bin auch ehrlich, ich habe gefühlt zwei Boxkämpfe im Leben geguckt. Also ich bin auch gar nicht so vom Zuschauen. So bei Fußball kennt man sich aus, aber ich krieg's halt trotzdem nicht umgesetzt. Aber ich kenne nicht mehr das Boxen, weißt du? Ich finde das auch geil, dass man was für seinen Körper macht. Allein schon die Vorbereitung ist geil. Ja, safe. Guck mal, was mit Rob passiert ist in einem Jahr Boxen, das ist krass. Heftig. Wir sehen uns, würde ich sagen, in 6 Stunden zum HSV-Vlog wieder. Ach so, stimmt. Ja, wir machen gleich direkt noch einen Vlog. Und Cut. So Leute, das war's mit dem Vlog. War eine sehr, sehr, sehr geile Trainingseinheit. Alle haben ultra Bock, alle haben Vollgas gegeben. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf so viele Kämpfe. Seid auf jeden Fall dabei. Entweder in Düsseldorf, selber vor Ort. Letztes Mal war ja auch unfassbar geile Stimmung in der Halle. Oder zieht euch das Ganze live bei Join rein. Kostenlos. Deutschland, Österreich, Schweiz könnt ihr das Ganze auch sehen. Tickets gibt's in der Infobox. Und sehen wir uns im nächsten Vlog, weil für uns geht's jetzt direkt ins Stadion.